Sebastian hier zurück von der Secret Fashion Show und was für ein guter Zeitpunkt mit der neuen Serie Fashion und Style für Männer bei Premium Life zu starten, damit du ab sofort bei deinen Frauen am besten aussiehst. Denn wahrscheinlich kennst du eh schon unseren neuesten Guide, wie du die attraktivsten Frauen für dich gewinnen kannst. Falls du den Guide noch nicht kennst, kannst du ihn hier gratis herunterladen. Und dort steht drin Tipp Nummer 12, geh jeden Tag so auf die Straße, als würdest du die Liebe deines Lebens treffen. So, und deswegen gebe ich dir jetzt 10 Tipps, in diesem Video, wie du deinen Kleiderschrank, deinen Kleidungsstil für ganz wenig Geld optimieren kannst. Tipp Nummer 1, kenne deine Größen, kenne deine Marken, weiß, was dir steht. Ich kenne viele Leute, gerade im Rahmen der Premium Lives Coaching, die kommen einfach an mit einer Nummer zu groß. Die Kleidung ist eine Nummer zu groß, sie haben zwar Erfolg bei Frauen, aber die Kleidung passt einfach nicht. So, wie kannst du jetzt herausfinden, was ist deine optimale Größe? Wenn du nicht sicher bist, trägst du gerade Kleidung, die angemessen sitzt. Mach jetzt einfach Folgendes, 2 Punkte für dich. Geh in deine Innenstadt, geh zu einer Verkäuferin und lass dir gescheite Klamotten geben, lass dich vermessen, damit es perfekt auf dich passt. Oder wenn du keine Lust hast, jetzt in die Innenstadt zu gehen, dann mach Folgendes, geh in die nächste Drogerie bei dir um die Ecke und kauf dir ein Maßband. Dann vermisst du dich, du vermisst deine Armlänge, du vermisst deine Hüftlänge etc. Und dann gehst du zum Online-Shop, zum Beispiel Zalando, und jeder Online-Shop bietet dir an eine Größentabelle und dort trägst du ein, was du gerade in Zentimetern abgemessen hast und du wirst sofort wissen, welche Jackettgröße, welche Hosengröße, welche Hemdgröße passt am besten für dich. So, und jetzt sage ich dir noch, wie du herausfindest, welche Marke passt dir am besten. Angenommen, du suchst gerade ein weißes Hemd oder ein schwarzes Hemd, dann geh zu einem Online-Shop, auch wieder Zalando zum Beispiel, da hast du keine Versandkosten, und bestelle von jeder Marke das weiße Hemd in deiner Größe. Dann probierst du zu Hause aus, welche Marke passt dir am besten, und dann bleibst du in Zukunft bei dieser Marke. Tipp Nummer 2, wenn du jetzt herausgefunden hast, was steht dir am besten, dann scheue dich nicht, auch die Sachen doppelt zu kaufen. Kauf das weiße Hemd 2-mal, kauf das weiße Hemd 3-mal. Auch ich habe in meinem Kleiderschrank viele weiße Hemden von der gleichen Marke in der gleichen Größe. Ja, und wenn du jetzt ein Kleidungsstück hast, worauf du zum Beispiel besonders viele Komplimente kriegst, auf deine Schuhe, auf dein Jackett, dann kannst du es auch in kleinen Variationen kaufen. Zum Beispiel das Jackett mit 3 Knöpfen anstatt 2 Knöpfen. Das weiße Hemd kurzärmlich für den Sommer und mit langen Ärmeln für den Winter. Tipp Nummer 3, ganz wichtig, kaufe dir nur Sachen, die du kombinieren kannst. Wenn du dir Sachen kaufst, die du kombinieren kannst, dann kannst du viel, viel mehr Outfits aus einem bestimmten Teil generieren, als wenn du querbeet alles durcheinander kaufst. Kleines Beispiel, du hast ein T-Shirt mit einem Aufdruck. Ja, mit dem T-Shirt kannst du vielleicht in die Disco, in den Club nebenan gehen, aber mit diesem T-Shirt kommst du zum Beispiel nicht mehr in den angesagten Club rein und du kannst das T-Shirt auch nicht bei einem Business-Event tragen oder wenn du ein Vorstellungsgespräch hast. Deswegen mein Tipp, mach einfach ein kleines Upgrade von deinem T-Shirt mit Druck, zum Beispiel zu einem weißen T-Shirt, was keinen Aufdruck hast, aber schon kannst du das weiße T-Shirt mit allem kombinieren. Mit einer Jeanshose, mit einer Anzughose oder ganz casual am Sonntag in diesem weißen T-Shirt rumlaufen. Du kannst in den normalen Club gehen, der direkt bei dir in der Ecke ist, und du kannst, wenn du dir einen schönen Anzug dazu anziehst, in den gehobeneren Club gehen mit diesem weißen T-Shirt, weil du es gescheit kombiniert hast. Und eine Sache, die du immer kombinieren kannst und unbedingt in deinem Kleiderschrank haben solltest, sind braune Schuhe. Ich schnapp mir mal diese braunen Schuhe, aber was ist an den braunen Schuhen so besonders? Du kannst braune Schuhe mit allem kombinieren. Mit einer Jeanshose, mit einer Stoffhose, mit einer Anzughose, mit einer schwarzen Anzughose, mit einer beigen Anzughose, mit einer blauen Anzughose. Du kannst es mit allem kombinieren. Und das Beste ist, wenn du braune Schuhe hast, setzt du Akzente, die den Frauen sofort in die Augen fallen. Denn angenommen, du kaufst dir schwarze Schuhe, kannst du zwar auch kombinieren mit einer Jeanshose, mit einer schwarzen Hose, aber dann ist die Hose schwarz, der Gürtel ist schwarz und die Schuhe sind schwarz. Ist etwas langweilig. Und wenn du eine schwarze Hose jetzt oder eine Jeanshose mit braunen Schuhen kombinierst, einen braunen Gürtel und gegebenenfalls eine braune Uhr, dann setzt du richtig, richtig gute Akzente. In dem Sinne, reiche die Schuhe mal raus und mach mit dem nächsten Punkt weiter. Du brauchst deinen Kleiderschrank nicht voll haben mit teuren Marken. Du musst nicht von jeder Hose, von jedem Hemd, von jedem Jackett, von jedem Paar Schuhe das teuerste kaufen. Nein, musst du gar nicht. Es ist wichtig auch hier, dass du richtig kombinierst. Das heißt, du kannst komplett No-Name-Kleidung tragen. Dann nimmst du ein Accessoire, ein Kleidungsstück, zum Beispiel die Uhr oder deine Schuhe, wo man eine Marke sieht. Und wenn du dir zum Beispiel jetzt nicht die teuerste Marke gerade leisten kannst, dann sage ich immer, fake it till you make it. In Anführungsstrichen, kauf dir ein Plagiat, bis du dir das Originalprodukt leisten kannst. Sieht sowieso keiner. Tipp Nummer 5, kaufe intelligent ein. Vor allen Dingen, wenn du jetzt deinen Kleiderschrank, deinen Stil neu optimieren möchtest, kaufe intelligent ein. Was meine ich damit? Kaufe die Kleidung dann ein, wann sie am günstigsten ist. Und am günstigsten ist die Kleidung zu den Jahreszeiten wechseln. Warte wirklich, bis die Kleidung im Sale ist.
wenn du jetzt rausgehst, kann es sein, dass diese Hose 80 Euro kostet, gehst du zum Sale, kriegst du bei Zara die Hose für 20 Euro und kannst dir auf einmal 4 Hosen kaufen. Das heißt, wenn du deinen Kleiderschrank neu organisieren willst, weil du bestimmte Produkte in einer bestimmten Farbe haben willst, kauf unbedingt einen Sale, warte wirklich 1-2 Monate, bis der Sale wieder losgeht und kaufe dann nicht eine Hose für 80 Euro, sondern kauf die gleiche Hose 4-mal für 20 Euro. So, und wenn du jetzt gerade dringend zum Beispiel braune Schuhe brauchst, weil ich dir braune Schuhe empfohlen habe, in meinem Fall habe ich gerade dringend schwarze Schuhe gebraucht, die sind gerade nicht im Sale, ich kaufe immer noch im Sale an, wenn es am günstigsten ist und die schwarzen Schuhe habe ich bei Deichmann gekauft, das heißt 23 Euro. Das heißt, du kannst dir bei Deichmann ganz schnell die neuen Schuhe besorgen, damit du auf einmal braune Schuhe hast und besser kombinieren kannst. Aber ganz ehrlich, ich habe die gekauft zum Übergang, weil ich gerade keine schwarzen Schuhe hatte. 23 Euro Schuhe sind gut, um sich schon mal abzuheben und einen schönen Stil zu haben. Aber die fliegen jetzt raus und ab sofort kaufe ich im Sale die besseren Schuhe. Was mich direkt zu Tipp Nummer 6 bringt, wie du richtig viel Geld sparen kannst, ist das Online-Shopping. Und beim Online-Shopping, schau dir mal an, was sind deine Marken, welche Shops kennst du und dann scroll mal ganz nach unten in den Footer. Und was steht bei den meisten Shops im Footer? Wenn du dich zum Newsletter anmeldest, sparst du 10 Euro. Das heißt, du willst dir bei deinem Shop, bei deiner Marke ein neues Hemd kaufen, geh in den Footer, melde dich bei der E-Mail an und zack, sparst du auf einmal 10 Euro. Und das Beste ist, wenn du einmal in diesem Newsletter-Verteiler bist, ich kann dir wirklich nur empfehlen, melde dich bei allen Modemarken an, die du kennst, bei allen Online-Shops an, die du kennst, in den Newsletter an, du wirst Newsletter erhalten und das Beste ist, du kriegst Gutscheincodes zu deinem Geburtstag, das heißt, an deinem Geburtstag sparst du schon mal, du kriegst einfach spezielle Aktionen zur WM, zum Beispiel 3 Hemden zum Preis von 2, zum Valentinstag gibt es Aktionen, zu Weihnachten gibt es Aktionen, es gibt immer Aktionen, das heißt, melde dich unbedingt in den ganzen Newsletter an und du wirst sehen, es gibt so viele Aktionen, dass du immer sparen kannst. Ich gehe zum Beispiel gar nicht mehr aktiv auf die Online-Shops und suche mir was, ich schaue einfach, wann kriege ich einen Newsletter, wann heißt es wieder 3 zum Preis von 2 etc. oder spare 20% bei diesem Einkauf und dann kaufe ich die Produkte. Tipp Nummer 7 sind die sogenannten Metasuchmaschinen wie Stylight, Stylefruits oder Sturbock. Was machen die Metasuchmaschinen? Die Metasuchmaschinen durchforsten alle Online-Modeshops, wo dein Kleidungsstück ist. Zum Beispiel suchst du ein paar weiße Sneakers. Du gibst das paar weiße Sneakers nun bei Stylight ein und Stylight verlinkt dich auf die Shops. Und jetzt siehst du, dein paar weiße Sneakers gibt es in diesem Shop, zum Beispiel Otto. Und nun machst du Folgendes. Du gehst jetzt zu Google und gibst bei Google ein Otto Gutschein und es wird immer Gutscheine geben. Dann gehst du über diesen Link zu Otto und sparst so gleich beim Einkauf von deinen Lieblingssneakern. Tipp Nummer 8. Wenn du online bestellst, suche dir Online-Shops aus, wo du deine Ware auf Rechnung bestellen kannst. Denn was passiert Folgendes? Du kannst jetzt deine ganzen Hemden, damit du herausfindest, was ist deine passende Größe, bestellen. Du bezahlst auf Rechnung. Das heißt, du kriegst die Ware erst und kannst sie erst in 4 oder 6 Wochen bezahlen. Das heißt, du kannst erstmal ganz günstig schauen, was passt dir, was steht dir, was willst du behalten, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Oder mach es halt auf Kreditkarte, wenn keine Rechnung angeboten wird, weil die Kreditkarte bucht dir erst einen Monat ab und wenn du bis dahin die Ware wieder zurückgeschickt hast, wird dein Konto nicht belastet. Tipp Nummer 9, gehe zu Modemärkten, zu Modeflohmärkten wie die Fashion Yard oder gehe zu Fashion Shows wie hier gerade die Secret Fashion Show. Und was ist dort bei der Secret Fashion Show, bei der Fashion Yard? Dort sind viele junge Modelabels vor Ort und sie bieten dir einzigartige individuelle Kleidung an, die niemand sonst in deiner Stadt trägt und das vor allen Dingen zu einem richtig guten, günstigen Preis. Das heißt, du kriegst ein individuelles, einzigartiges Kleidungsstück und musst noch nicht mal so viel dafür bezahlen, als wenn du dir jetzt eine teure Marke kaufst. Tipp Nummer 10 ist, du hast deinen Kleiderschrank nun optimiert, du hast deine Kleidung optimiert, dann habe so lange wie möglich was davon. Das heißt, pflege deine Kleidung. Und wie pflegst du deine Kleidung? Bring sie mal zur Reinigung, bring die Hemden eventuell zur Reinigung, bring den Anzug zur Reinigung, pflege deine Schuhe regelmäßig. Und wenn du deine Wäsche wäschst, dann dreh sie um, dreh das T-Shirt um, dreh den Pullover um, dreh die Jeanshose um, damit sie nicht ausbleicht, damit sie nicht verwaschen wird. Und wenn du mal Probleme hast mit einem Kleidungsstück, weil du merkst, okay, hier geht langsam der Knopf ab oder es gefällt dir nicht mehr, dann bring es zur Änderungsschneiderei. Die machen dir schöne Accessoires drauf, eine kleine Veränderung, neue Knöpfe dran und schon siehst du wieder aus wie frisch, wie neues Kleidungsstück. In dem Sinne, wenn dir diese Tipps gefallen haben, haben wir noch etwas ganz Besonderes für dich auf Premium Life zusammengestellt. Ein sogenannter Guide, 365 Tage Style, wo wir dir zeigen, wie du mit 14 Accessoires, mit 14 Kleidungsstücken in deinem Kleiderschrank 365 Tage im Jahr gut aussiehst, wie du mit diesen 14 Kleidungsstücken 365 Outfits generierst und jeden Tag anders aussiehst. Deswegen schau dir mal unseren Guide auf PremiumLife.tv an. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Kanalabonnement, über Daumen hoch, darfst gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, dein Sebastian von Premium Life.